Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Generation Zero. So, ich hab da Bock auf Fahrrad jetzt, damit wir hier mal ein bisschen unterwegs sind. Ja. Oder überhaupt mal ein bisschen was schaffen, denn wir haben ja einen ganz schön weiten Weg vor uns. Ich bin direkt an dem vorbeigefahren. Oh, wir hätten Ewigkeiten gebraucht, das ganze Zeug zu laufen. Da wir mindestens eine Folge drauf gegangen. Ja, einfach der Straße folgen und dann nach rechts. Mir wird noch irgendwas angezeigt. Okay, dann halt bitte. Warum wäre ich so langsam? Guten Abend! Warum fährt das Ding denn so langsam? Darf man scheinbar nicht schneller als 23 fahren.
gegen so einen Drahtesel kommen die Roboter aber nicht an, ne? So geschwindigkeitsmäßig. Aber gut, 41 Stundenkilometer ist auch ein bisschen hart. Das ist doch wieder so ein... Schalldämpfe benötigt, die sehen mich aber trotzdem nicht. Ah, diese Einschritt-Dinger, ne? Das gibt's doch nicht immer, wenn ich abdrücke. Na los, wieder aufs Fahrrad. Auf unseren Drahtesel. Kleines Militärlager auf dem Feld, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Ja, das nenne ich mal scheiße gelaufen, ne? Kommandobunker Veslan. Da waren wir doch schon, ne? Schon wieder. Sag mal. Kann man so scheiße sehen.
Was macht denn mehr Sinn, Raketenwerfer oder MP? Ich bin ja eher für die MP. Runner-Lichtset. Aber gelb, das sehe ich, glaube ich. Name, was? Wauwau. Senior, Madame Lord, Kumpel, Tatze, was? Lulu. Lulu. Oh ja, ich glaube, da bin ich für Waldi. Rex. Dino, Geist, Phantom. Phantom finde ich auch cool. Krieger, Sanitäter, Plünderer, Feinderkenner, was für ein Name. RBDG, Doc E. Hallo, sehr gut. Wellness. Ne, Fellnase. Kriegare. Cyber, Blitz, Sturm, Techno. Mörder, Wuff, Stall, yeah, Maskin. Prinz. Oh Gott. Das ist so bescheuert, da hätte ich sogar Lust drauf. Monsieur, Gräfin, Herzog, Oberhaupt. Was zum Teufel? General. General. Wenn, dann bin ich ja der General, ne? Also. Kraft, Rost, Silber, Chrom, Legierung. Oh, ich hasse das mit Namen und mein Handy vibriert die ganze Zeit. Tut mir leid, ich hab. Ich könnte mal. So, jetzt ist es still. Nehmen wir Phantom. Kommandant Phantom. Ach so. Ah, Kommandant. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Lord. Lord. Krieg, Kampf, Kampfphantom, Schlachtphantom. Nee, Lord ist dann wieder dumm. Oberhaupt, Hauptmann, Fru, Captain, Captain. General Schlachtcooper. Monsieur Sturm, Professor Motor, General. Ich bin der General. General Phantom, darauf würde ich mich einigen. General Lieutenant wäre auch lustig. General. Wo ist ein Phantom jetzt gewesen? General Wolf. Oh, das finde ich auch gut. So, aber wie kann ich dich denn jetzt. Ich habe den konfiguriert, aber warum funktioniert das jetzt alles nicht?
Soll ich den jetzt hier einsetzen oder was? Bausteine. Okay. So, hier ist doch irgendwas noch rumgelaufen gerade. Das heißt, wir dürfen jetzt hier den ganzen Weg durchfahren. Mal wieder. Wie setze ich den denn ein? Vielleicht sollte ich den gleich hier mal einsetzen. Ah, und dafür brauche ich die Reparatursets. Okay. Das ist aber der Gleiter einen Trick ausführen. Ja, warum nicht? Tricky-Mode. Na dann, komm mal mit. Ob du mir folgen kannst. Keine Chance. Ja, er spawnt hinterher. Nachteil bei so einem Begleiter ist natürlich, der macht schnell auf sich aufmerksam. Ist also eher was, um in manchen Situationen die Oberhand zu gewinnen. Okay, Karte, 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 Karte. Aber auf dem Fahrrad scheine ich ja schon fast unsichtbar für die zu sein, ne? Das ist irgendwie komisch, ob die mich für einen Roboter halten, weil ich so schnell bin. Aber die sind ja selber lahmarschig, also eigentlich. Oh, das geht also auch. Der Kollege ist nicht da.
Doch, der ist da, oder? Oder doch nicht? Moin. Domo arigato, Mr. Roboto, Domo. Domo. Komisch, dass ich so lange gebraucht habe, das zu machen. Also das zu bringen, meine. La la la. Warte mal, hier ist doch. Hier wird hier doch irgendwas angezeigt. Dürfte dabei gar nicht helfen, dachte ich mir. Wie halt her, da mehr Seiten hart auf hart. Hä, das war jetzt alles? Okay. Manchmal ist das Spiel seltsam. Man weiß gar nicht warum. Was sagt eigentlich die Zeit? Ja, wir müssen langsam mal ein Folgenpäuschen machen. Gut, dann bis zur nächsten Folge.